Nichts für ungut. Aber Typen wie dich und ihn. Povolení sem, Augu. Doufám, že máte doklady připravený a aktuální, Augu. Es ist alles in Ordnung, Officer. Jo, jasně, že je, ale já se stejně podívám, jestli vám to nevadí. Takhle vysoký oprávnění jsem ještě neviděl. To je působivý. Wenn Sie es sagen, wird schon seine Richtigkeit haben. To je fuk, můžete jít. A zkuste zapracovat na té češtině. Wenn Sie nichts kaufen. Kommen wir zum Geschäft. Vielleicht komme ich später noch mal. Divím se, že mají tak čistý hadry. To je nezvyk. Ich kenne Sie nicht und das ist doch gut so. Was wollen Sie, Techno? Gehen Sie zu Ihren Leuten zurück oder ich lasse Sie verhaften. Sie sagt, Veränderung liegt in der Luft. Ich hasse Sie irgendwie ein Versuch. Das wissen Sie, ich habe Interviews mit Ihnen gesehen. Was ist das? Im Leben ist der ein Terrorist. Wenn Sie keinen Ärger wollen, gehen Sie weiter. Lassen Sie uns in Ruhe, sonst... Die Leute müssen verstehen, dass der Bürgerstaat... Sie arbeiten für irgendein hohes Tier, was? Keine Ahnung für wen, das interessiert mich. Das hoffe ich auch. Cento und augmentierte Visionen. Cento sagt, mit Ihnen wird die Zukunft ein besserer Ort. Guten Tag, Sir. Ich heiße Felice Ullman und repräsentiere. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber das hier könnte die falsche Stadt für einen Zukunftstraum sein. Ist das nicht vielmehr genau der richtige? Prag. Eine Stadt ohne Respekt für den Augmentierungswunsch ihrer Einwohner. Den auch Sie hatten. Und Sie wollen mir erzählen, dass Cento eine Stadt gefunden hat, die uns respektiert. Wir bauen sie. Die Welt muss sich ändern. Diesmal zum Besseren. Augmentierungen haben früher schon große Schritte ermöglicht. Und das kann wieder so sein. In Rabia. Einer Konzeptstadt aus dem 3D-Drucker. Stand der Technik. Ein Symbol der Evolution. Ja, in der Wüste von Oman. Ich kenne die Meldung. Aber Cento ist nicht die Wohlfahrt und ihre Aktionäre sind keine Philanthropen. Deshalb wurden Leute wie ich eingestellt. Wir verbreiten die Botschaft. Wir machen ein Angebot. Arbeit und Boni für alle Augmentierten. Sie erhalten eine kostenlose Arbeitserlaubnis, solange die Stadt gebaut wird. Und danach? Ein garantiertes Los bei der Wohnraumlotterie. Schön, dass Sie an diese neue Zukunft glauben, die Sie verkaufen. Aber Augmentierte wollen dieselbe Zukunft wie alle anderen. Und die Welt wird es nicht erlauben! Tut mir leid, ich sollte nicht... Wussten Sie, dass Cento als einziger Konzern der Welt in den letzten beiden Jahren augmentierte Arbeiter eingestellt hat? Das ist sicher praktisch für eine Baufirma.
Im Gegenteil. Sein Eintreten für die Rechte der Augmentierten hat unserem Präsidenten Todesdrohungen eingebracht. Aber Mr. Brown versteht, dass die Augmentierten die Zukunft früh erkannt haben und gibt sie ihnen jetzt. Welche Garantie habe ich, dass das Leben in Rabia anders ist als die Trennung hier? Oder ist das auch eine Lotterie? Die Garantie ist Cento. Wir behalten die Rechte an der Stadt und geben sie nicht an Leute, die Augmentierte nicht sehen wollen und am liebsten vergessen würden. Aber genau das machen sie damit noch immer. Eine Stadt in einer Blase, geboren aus der Angst zwischen Augmentierten und Nicht-Augmentierten. In jeder Gesellschaft gibt es Spaltungen. Das wird immer so sein. Darum gibt es Mauern. Jemand muss diese Mauern bauen. Und das ist Cento. Ich dachte, der Utulek-Komplex wäre Centos Zukunft für die Augmentierten. Dort lief wohl nicht alles nach Plan. Es war nicht unser Plan. Utulek sollte eine große und günstige Wohnlösung für Gelegenheitsarbeiter sein. Nicht das, was daraus geworden ist. Warum hat Brown da nicht eingegriffen? Eine Verbindung mit einem Opti-Ghetto macht keinen guten Eindruck. Wir konnten nichts tun. Seit dem Zwischenfall betreiben der tschechische Staat und seine Polizei den Komplex. In Rabia wird das nicht passieren. Kommt dieses Förderprogramm mit Rabia für die Augmentierten nur von Nathaniel Brown? Ausschließlich. Der industrielle Grundriss, das archäologische Design, die Rekrutierungskampagne, sogar die Anwerber hat Mr. Brown persönlich getroffen und ausgesucht. Ist das zu glauben? Ja, ist es. Archäologisch? Architektonische Ökologie. Rabia ist umweltfreundlich und autark. Es ist nicht nur seine Lösung für die Augmentierten, sondern für Städte an sich. Es ist visionär. Anders kann man es nicht sagen. Richtig. Leider sind die meisten Visionäre so auf ihren großen Plan fixiert, dass sie die Menschen aus den Augen verlieren. Ich muss über all das nachdenken. Ich kann mich nicht sofort verpflichten. Natürlich. Wie gesagt, ich will Ihnen keine E-Broschüre über Rabia verkaufen. Sie kennen das alles schon. Es geht mir nicht um Bilder und Hologramme. Ich will, dass Sie an den Ort glauben. Thank you.
Hören Sie, ich bin entweder am Arbeiten oder ich mache Pause. So oder so. Ich habe keine Zeit. Bis auf Weiteres werden nur ausgewählte Haltestellen angefahren. Slečna Sato hodlá během svého pobytu navštívit co možná nejvíce zkušených arabských národů, aby zjistila jejich situaci a lépe pomohla. Proč se kdysi prosperující města jako třeba Dubaj z incidentu ještě plně nevzpamatovala? Reportérům na Marakamu sdělila, že doufá, že její hlášení, které odešle bude se Páni, to se divím, že tady jednoho z vás vidím za denního světla. Musíte se policist věden. Es war schrecklich. Bei jedem... Nicht jetzt, Kumpel. Es war schrecklich. Bei jedem Holpern... Sie wissen nicht zufällig über kostenlose Verbindungen. Vergessen Sie es. Ich kaufe nichts.
Ich habe meiner Frau gesagt, wir sollten nicht hierher kommen. Ist letzte Woche hat mir so ein junges Ding gesagt, sie würde nie mehr kommen. Ich möchte klarstellen, dass ich auch nicht lasse. Ich hänge nur mit Leuten ab, die das tun. Alle machen das. Warum ich nicht? Hab ich's nicht. Ist es nicht? Ja, so viele Todesopfer bei der Explosion. Jestli chcete něco nahlásit, obraťte se na svoje místní oddělení. Kein. Wir sind mehr als nur ein paar. Bekannt. Stören die Führung. Bekannt als Nordtor, führt durch die Überreste der Befestigung, die Stare Miesto umgab. Besser bekannt als Einstein. Aber egal, wie lange oder wie viel wir arbeiten. Nein, danke. Hey, zurück. Eines muss man Nathaniel Brown lassen. Ich hoffe, es gibt kein nächstes Mal. Wie lautet die Frachtnummer? Einen Moment, ich habe gerade einen anderen Kunden. Wie lautet die Frachtnummer? Was? Habe ich doch gerade. Okay. 9JT. Tut mir leid. Wie bitte? 9JT6345NXU. Diesmal mitgekriegt. Sie ist nicht im System, aber wir haben zurzeit auch technische Probleme. Geben Sie uns ein oder zwei Tage, dann kriegen wir das alles wieder hin. Ein oder zwei Tage? Im Ernst? Einen Moment, ich habe gerade einen anderen Kunden. Ein oder... Ich war zuerst hier. Ein oder zwei Tage? Im Ernst? Die Verspätung beträgt bereits eine Woche. Ich habe keine zwei Tage. Tut mir leid, mehr kann ich nicht tun. Außer Sie füllen einen T46 aus. Ein T46? Ja, das würde den Prozess beschleunigen. Dauert nur ein paar Minuten. Sie können den Computer da drüben benutzen. Ich kann mich nicht mal im System anmelden. Sachen passieren mir ständig. Eine ganze Woche und ich werde vertröstet. Ich muss diesem Kunden helfen. Erledigen Sie ruhig noch was und kommen Sie spät. Dieser Flüsterchip, ist der leicht zu verstecken? Du bist unterwegs zu TF-29, jetzt schon? Unsere Feinde schlafen nicht, während wir uns unsere Wunden lecken.
Okay. Auf dem NSN-Motherboard muss ein Datenport sein. Greif darauf zu und dann Plug and Play. Oder in dem Fall Plug and Record. Verstanden. Ich melde mich, wenn's erledigt ist. Und wie hip? Wir haben noch nichts Handfestes gesehen. Smiley hat was von Hexogen gefasst.